Willkommen zurück, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Im heutigen Part, und das ist jetzt auch wirklich der letzte von der Aufnahmesession, wie gesagt, das Spiel, das lässt mich einfach nicht los, werde ich mich ein bisschen der Farm widmen erstmal, bis zum Abend, wenn wir uns dann alle wieder im Inn treffen, und dann am nächsten Tag werde ich in die Mine gehen. Das ist der Plan, und dann würde ich sagen, legen wir los. Es ist ja noch so ein schöner regnerischer Tag. Da kann ich ja mich gemütlich irgendwelchen Sachen widmen hier, wie dem Holzhacken. Ah, wir brauchen unbedingt eine bessere Axt, aber das heißt auch wieder mehr Kupfer und das heißt auch wieder mehr Minengänger und das heißt dann auch wieder mehr Zeit in Anspruch nehmen und nicht auf der Farm sein und arbeiten. Oh, den Baumstumpf hatte ich scheinbar ordentlich angehakt. Wir brauchen auf jeden Fall auch mal ein bisschen mehr Holz, vor allen Dingen, weil wir ja im vorherigen Part mit Hayden das Tier-Tutorial hatten. Und falls ich mich nicht komplett falsch erinnere, war es so, dass uns ja gesagt wurde, dass Hühner unsere Saat fressen können und wir deshalb Zaun brauchen, um dann die Hühner davon abzuhalten, dass sie unser Zeug fressen, was ja auch Sinn ergibt. Das heißt, bevor wir uns Tiere holen, was als erstes definitiv Hühner sein werden, müssen wir erst einen Zaun bauen. Dann wiederum will ich natürlich auch meine Farm endlich ausbauen, was ja 500 Holz und Stein plus 5000 Tesserae erfordert. Und da haben wir auch noch einiges zu tun. Okay. Wir sind komplett out of Ausdauer. Lagern die Sachen ein, die wir haben. Und ja, wir haben es auch schon ziemlich spät, oder beziehungsweise spät. Es ist eine gute Zeit, da kann ich eigentlich erstmal meine Axt wieder einlagern. Und dann würde ich sagen, können wir noch ein bisschen Gras mähen. Zack, 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 zack. Immerhin droppt hier und da ein bisschen Heu. Das ist nicht verkehrt. Das brauchen wir immerhin bald. Ich finde es lustig, wie wir halt statt einer Sichel einfach unser Schwert nutzen, um Gras zu mähen, wie Link. Und ja, da haben wir es auch schon spät. Ich denke... Achso, das Ding. Ich würde den Tisch so gerne umsetzen, aber ich glaube, ich muss ihn weghacken. Es wird Zeit, uns in das Inn zu begeben, wo gerade jede Person ist. Oder fast jede. Und dann schauen wir mal, was der Plan im Regen ist. In der Zeit, wo sich alle sammeln, kann ich ja mal ganz kurz meinen Pullover loswerden, weil ernsthaft, es ist gerade ziemlich warm bei mir im Zimmer. Trotz dessen, dass es spät ist und eigentlich eine kühle, abendliche Nacht. Damit darum, ich habe mein Fenster zugemacht, also. Ich bin gespannt, was die ganzen Bewohner gleich zu erzählen haben. Weg mit meinem VTuber-Merch. Und willkommen T-Shirt. Oh, ich stehe Adeline scheinbar im Weg. So, dann fangen wir mal an, mit den Leuten zu reden. Rainy days are perfect for some hot soup. Feel free to help yourself, the pot's open to all. Ich meine, wir können es mitnehmen. Zack. Dann können wir gegen Tagesende noch ein bisschen was machen. Kann ich gerade was kochen? Ich könnte eine Kartoffel kochen. Warum nicht? Kochen wir eine Kartoffel. Ich will mal schauen, ob wir Rainer die Kartoffel schenken können. How's the weather out there? Better in here, I bet. Ha! Nora's helping me put away some tesserae for Luck's schooling. I'm sure he'll want to study in the capital one day. I'm doing the same for Dell. Although knowing her, she'll spend the money on a sword instead of books. What do you think, Phantasm? Hot Cocoa or Hot Toddy? How about both and we can split them? Was ist Hot Toddy? And that's when the Leviathan breached the surface. Half shark, half croc, half stingray. Okay, drei helfen? I wish I was half shark. I'll be half kraken. That's a lot of halves, Miss Terrifia. Definitiv ein paar zu viele Elfen, ja. So, wo sind die Girls?
Oh, hi, Bella. Not a big fan of the rain. Hard to be a traveling merchant in this weather. Verständlich. Ich hab Speisenwolf gesehen. Do you think you'll grow lavender next season? Papa and I want to surprise Mama with a new tea and I've got some ideas. Of course, let me know how much you want and I'll start planning. Na, das werden wir wahrscheinlich auch. Can we go foraging with you sometime, Celine? It seems so relaxing and it would really get me out of the house. Celine, Adeline wants to spend time outside her office. You have to say yes. Haha, of course. I'd love the company. Thanks. Okay. Einfach nur ein Thanks. Wie sieht's denn derzeit aus? Die meisten sind bei mir Purple Heart, kurz vor Blue Heart. Ich denke mal, es wird jetzt nicht so sehr meddern. Weil Celine ist ja die eine, bei der ich sage, ich möchte sie schnellstmöglich ausmaxen. Oder beziehungsweise schnellstmöglich ist ja falsch gesagt. Wait, wir haben noch nicht mit Errol gesprochen. Mit Landon und... Okay, Louis ist klar, aber mit Landon auch nicht. Und Ulrich. Und Rice. Wo sind die ganzen Schwerarbeiter? Hm, scheinbar hatten die keine Lust aufs Inn. Na gut. Mit dir hatten wir schon gesprochen. Dann nutze ich die Zeit, wie gesagt, um... Moment. Moment. Mir ist gerade was eingefallen. Wir haben doch... noch nicht wirklich die Ostseite angesehen. Wo man graben kann, technisch gesehen. Es kann doch sein, dass wir dort ein paar Shards finden. Dann könnten wir den einen Auftrag, den ich in der Tasche habe, auch noch abschließen. Hm. Wäre natürlich super. Oh. 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 Okay. Ja. Dazu sage ich dir nein. Ich glaube, hier kann ich nur schaufeln. Hm. Dich habe ich mal kaputt. Glas. Sehr schön. Aber hier sind keine Spots, wo ich graben kann mit meiner Spitzhacke. Oh doch, ich habe nichts gesagt. Was bist du? Wir essen mal die Bären, die ich habe. Shard mass. A large mass of shards originating from unknown artifacts. Used as a crafting material. Okay. Kann ich hier einfach Heu sammeln? Nee. Schade. Hätte Sinn ergeben. Ich meine, wir haben gerade trockenes Gras gehauen. Natürlich ist das ja irgendwo Heu. Hm, vielleicht finde ich ja aber so ein paar Farming-Spots. Nee, tue ich nicht. Na gut, die Shard-Mass ist auf jeden Fall wert, ins Museum gepackt zu werden. Das heißt, dahingehend ist das nicht verkehrt, dass sie das gefunden haben. Aber ich hätte gerne normale Shards gefunden, damit wir den Auftrag erledigen können. Naja. Was soll's? Okay. Damit haben wir den Table auch mal weggehauen. Ja. Okay, ich sollte erst lagern, bevor ich noch ein bisschen was in der Farm mache. Dum, dum, da, da, dum. Die Daffodil, die lasse ich gleich im Inventar. Aber... das Glas sollte ich hier rausnehmen und hier reinpacken. Und dich kann ich eigentlich auch gleich im Inventar lassen. Aus dem einfachen Grund, dass ich dich dann direkt morgen ins Museum packen kann. Und ja, dann sammeln wir mal, was wir hier haben. Das war ja nur der Stein. Ah ja, und der Table. Den können wir hier hinpacken. So. Ich glaube, ich habe mehr davon, wenn ich die Steine hier sammle, statt hier die Axt zu schwingen. Weil Stamina. Und... oh. Oh. Danke für den Hinweis. Ich habe tatsächlich gerade nicht auf mein Stamina geachtet. Ja. Wir wollen die Axt haben, damit wir
schneller die Farben von Bäumen und Holz und so befreien, von Stämmen befreien können. Und dann wollen wir auch die Shovel haben. Ich meine, die Shovel ergibt ja auch Sinn. Immerhin steckt da eine ganze Menge dran, wenn wir anfangen können mit der Archäologie. Und ja, 323 Steine. Das sieht gut aus, nur 112 Holz, da geht noch mehr. Das regeln wir aber noch. Da würde ich sagen, ab ins Bett. Wir haben genug getan. Und heute geht's in die Minen. Ein bisschen Taschengeld verdient. Town Rank wird jetzt nicht. Oh, doch, er wird absch. Okay. Okay, wir sind schon Kupferrang. Das ging schnell. Hatte ich jetzt nicht kommen sehen, bin ich ehrlich. Bling. Dienstag. Save complete. So, Gießkanne rauspacken. Und auf geht's an die Morgenroutine. Da ist ein Schmetterling, den will ich eigentlich sofort haben. Und mal sehen, können wir den Cabbage pflanzen? Also ich meine pflanzen natürlich, aber können wir ihn auch ernten dann? Ich hasse es, wenn ich das ganz leicht nicht treffe. Wie hier zum Beispiel. Nicht sehr effizient, was ich hier gerade tue. Ich verschwende eine ganze Menge Ausdauer. Okay, das sieht gut aus. Ach, wir haben sogar weitere Erdbeeren. Kartoffelsaatgut, sehr schön. Direkt ernten, pflanzen. Und es hat sich auch gleich selbst gewässert. So. Ach, come on. Als ob ich das noch. Sad. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig getroffen. Oh, da war. Oh, die Potato, die konnte ich schon ernten. Okay, na gut. Copper Star Ring. Phantasm, congratulations, Mystery has reached the Copper Star Town Rank. This means we have officially earned back our pre-earthquake rank. I believe I speak for the whole town when I say thank you, Phantasm. Aelin and I baked you a little something to celebrate. Danke für den Strawberry Shortcake, den ich gerade nicht mitnehmen kann. Nehme ich natürlich mit. This dandy cake is layered with sweet strawberries and fresh cream. Oh, der ist scheinbar nur zum Ausstellen da, weil ich ihn nicht essen kann. Oh, doch, kann ich. Na komm, iss ihn. Er hatte keine Statuswerte angezeigt, to be fair. Das heißt, ich dachte, das ist wirklich nur ein Prestigeobjekt. Aber gut. Dann haben wir halt einen 500 Tesserae Kuchen gegessen. Ja, doch, Kuchen. Keine Torte. Kuchen. Gegessen und ja, haben sie es halt mal schmecken lassen. Einfach mal auf gut Glück. Die Erdbeere würde ich verkaufen. Und Daffodil habe ich im Inventar. Zack. Dann sprechen wir mit unserer Statue. You feel compelled to talk to Calderus. From what you've told me, it seems that much has changed in Mysteria over the years. Ja, das hat es. 36 kann ich gerade ausgeben. Lohnt sich das? Ich meine, Tilling tun wir gerade halt überhaupt nicht. Ich würde mir das jetzt holen und schauen, was wir vielleicht noch cookingmäßig mitnehmen können. Gar nichts. Ja, dann, wir haben fast alle Tier 1 Sachen. Dann fangen wir mit dem Fishing an, I guess. Less likely. Aquatic artifacts can sometimes be fished up. Which will become attracted to your bobber from a great range. Das ist alles gut. Okay. Meine hat keine Priorität, weil wir gerade eh noch keine Angel haben. Aber es ist nicht verkehrt. So. Guten Morgen. Phantasm, there you are. They loved the last story I told her, but now I'm out of these again. The hero discovered the tomb of an ancient king. And the story ended just as you opened the treasure chest. What do you think should be inside?
A haunted sword. A sword. Maybe with a mysterious inscription. And imbued with the spirit of an ancient dragon. That's perfect. Thank you, Phantasm. Ich meine, das ist auch eine nette kleine Geschichte, die sie so nebenbei schreibt. Und Wildberries, das ist ja so einfach erledigt. Das haben wir erledigt, bevor wir überhaupt richtig loslegen. I had the strangest dream last night. I ran out of paperwork. How horrible, I mean, is that even possible? Das zeigt, dass sie ein wahrer Workaholic ist. Hey, Aland, stehen geblieben. Juniper won't tell me anything about the ancient witch queens. Maybe if I bribed her, I bet I can get my hands on some really good bubble bath from the capital. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Juniper einen guten Grund hat, warum sie das nicht erzählt. In fact, I helped your uncle install these shelves. Of course, we were a lot younger back then. Neither of us had managed to grow mustard sheds. Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen, sorry. That's actually kind of hard to imagine. I asked Mom to pack me extra food this morning. The dragon guard needs adventuring rations. The salted fish is looking pretty good. Irgendwann wird das der Fisch sein, den ich geangelt habe. Es ist natürlich blöd, dass ich das Stamina Potion in der Tasche habe. Ich hätte es liegen lassen müssen. Dich nehme ich mit. Und die Berries auch. Und die Berries auch. Okay. Die anderen Berries da hinten nicht. Ich brauche nur 6 Stück, damit ich Elsies Auftrag abschließe. Das Stamina Potion lagere ich jetzt ein. Und dann gehe ich nochmal zurück nach Mystria. Den Hopper nicht vergessen zu verkaufen. Und dann geht's in die Minen. So. Und natürlich machen wir noch einen kleinen Abstecher im Museum. Was bist du? Orchid Mantis, a rare insect found during the daytime in spring. Das ist sehr, sehr schön, dass wir dich gerade so beiläufig gesehen haben. Weil das heißt, wir können gleich 2 Sachen ins Museum stecken. Und, wo ist sie? Valen? Hä? Wo ist sie? Bin ich blind? Ah, sie ist im Bathhaus. Okay. I think the general store might need new shingles on the leeward side. Might have to come back with my ladder to take a closer look. Nothing like a little walk to help me clear my head. Natürlich. I'm a little torn about that perfect copper ore in a museum. Nice that people can appreciate it, but a chunk that size would make a handsome set of bracelets. Fair. Don't be shy about popping into the general store. Nee, das war auch nicht mein Gedanke. Of all the places Juniper could have put her bathhouse, she had to put it next door. Nimmt dir das die Kundschaft weg? Oder warum sagst du das? Beziehungsweise die Patienten. My, aren't these berries fresh? I do so enjoy a wild berry scone. Here's the receipt. Be sure to have them right out of the oven. Ich bitte darum. Why, hello. Hallo. Okay, wir brauchen Zucker? Ist das Salz? Ich glaube, es ist Salz in der Mitte. This tender scone is filled with sweet wild berries. Okay. Dozy, be a deer and handle the counter. Dozy wags his tail at you. Und da wird erstmal gestreichelt. Gut. Wir haben alle wichtigen Dinge erledigt. Und können jetzt bedenkenlos in die Mine gehen. Hi there. Oh, hi, Phantasm. I was just walking around. Maybe I'll find some cool rocks. Yo, Troy. Alles klar. Da ist die Gang. Seen any cool bugs? Princess Maple is out on her daily constitutional and greets you. Nett. Ab
in dieses Museum. A wealth of prehistoric artifacts wash up on the beach. You can often find them buried in the sand. Be careful with them, they're unimaginably old. Das mag zwar sein, wir waren aber bisher noch nicht einmal am Beach, ist mir aufgefallen. Dickside Material Set haben wir vervollständigt und Rare Insect Set haben wir 1. Ja, wir machen hier auf jeden Fall ein paar gute Prozente, muss ich sagen. Explorer's Head. Jetzt können wir Indiana Jones spielen und wir bekommen itemtechnisch Iron Ingot. An Ingot of Pure Iron, used in a variety of blacksmithing and crafting recipes. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir den in der Tasche haben. Weil ich eigentlich gar nicht wollte, dass wir den haben. Oh, Clay. Oh, ne, Daffodil. Was bist du? Oh, oh, oh. Chickpea Seed? Okay. Hm. Vielleicht wollen wir vor den Minen doch nochmal eine ganz kurze Detour machen. Weil das ist jetzt doch ein bisschen viel im Inventar auf einmal geworden. Ich dachte, dass wir vielleicht Shards finden, aber doch nicht so viel Zeug. Bling. Ich will halt einfach die Shard-Request langsam aber sicher mal abschließen, weil die auch schon so lange offen ist. Hm. Na gut, dann machen wir ein Late-Night-Mining. Der Part ist halt auch schon so lang, aber es wird wahrscheinlich so ein 30-Minuten-Part von mir. Verzeiht das, aber ich denke, für die Leute, die es schauen, dürfte das nicht so schlimm sein. Es ist ja ein sehr angenehmes Let's Play, das heißt, man kann es auch gut im Hintergrund laufen lassen und so viele Parts, wie sich angesammelt haben, dürfte das vermutlich auch was Gutes zum Einschlafen sein inzwischen. So, Schmetterlingchen, hier rein mit dir. Und hab ich noch einen Platz für die Chickpea? Ja, scheinbar. Okay. Besser ich jetzt nicht. Das ist das nicht so unbedingt wert. Ah, die Daffodil, Ingot, Clay und Chickpea. Und jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's in die Mine. Wir bräuchten wirklich sowas wie einen Lift oder so, damit wir in einer halben Stunde oder weniger da sind. I seeing you, Phantasm. I admire the work you're doing down on your farm. Happy to have another farm in the ranks. Das freut mich auch, dass ich die Anerkennung bekomme. Okay. The Narrows. Wir sind bereit. Ich will sowas von jetzt die Minen unsicher machen. Nein, Insekt. Dich ignoriere ich jetzt. So gern ich dich gefangen hätte. Aber die Minen haben Priorität. Rein da. Wir nehmen direkt den Fahrstuhl. Okay, easy. Okay, okay. Zeit hier durchzuhacken. Wir dürften sofort oder auch nicht. Kurzen Augenblick, ich muss mal eben pausieren. Okay, entschuldigt den Awkward Cut. Ich wurde hier gerade kurz unterbrochen. Und weiter geht's. Okay, wir haben den Gang nach unten gefunden. Steine, wie immer, geringere Priorität. Aber wenn wir genug haben, dann würde ich die natürlich nicht unbedingt wegwerfen wollen. Okay. Moos, auch sehr schön. Er musste sich gerade wirklich zurückhalten. Aua. So. Hier haben wir ein bisschen Kupfer. Vielleicht schaffen wir es ja auch in die 10 Runde. Ich denke. Das dürfte kein großes Problem für uns werden, so wie es gerade ist. Das ist eigentlich wieder nur die Frage, wie viel Material wir liegen lassen wollen. Schade. Ich habe gedacht, weil ihr so steinern seid, dass man euch vielleicht mit der Spitzhacke besser bekämpfen kann. Oh. Warum seid ihr so mies zu treffen? Okay.
Leider gefunden. Ich sehe nichts weiter, also ab nach unten. Wir sind zeitlich sehr gut dabei. Hey, da geblieben. Jawohl. Um die Lantern Moth nicht unsere Priorität zu behalten, würde ich auf jeden Fall bei der nächstbesten Gelegenheit eintauschen. Aber ich meine, immer noch besser als der Sepp, denke ich. Was bist du? Monster Powder. A magic powder sometimes dropped by mushroom monsters used in cooking, bla bla bla. Okay. Oh, da ist die Shadow Flower. Die wollen wir garantiert mitnehmen. Nehmen wir über das Moos mit. Immerhin hatte uns ja Celine gesagt, dass sie eine möchte. Und dementsprechend bringen wir das auch, natürlich. Da gibt es kein Wenn und Aber. Okay, da drüben sehe ich noch Kupfer. Hol mir. Bis 0 Uhr müssen wir fertig sein. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Nur das Kupfer priorisieren. Essenz mitnehmen. Kartoffel essen. Weitermachen. Okay. Hack, 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 hack. Oh, unter dem Kupfer war auch direkt die Treppe. Okay, das ist wichtig. Nicht du. Komm an. Ich darf hier nicht so viel Zeit verschwenden für dich. Aber das ist wichtig. Okay. Das war nix. Das heißt, zurück. Den da oben lasse ich jetzt in Ruhe. Den Rubin würde ich gerne noch mitnehmen. Nehme ich... Monster Shell weg. Gut, Rubin mit. Und weiter geht's. Wir sind sehr knapp zeitlich dran. Im schlimmsten aller Fälle muss ich sofort rückwärts raus. Oder ich muss riskieren, dass wir es nicht schaffen. Aber jetzt sind wir auch gerade so knapp an der 10. Ich glaube, ich gehe lieber das Risiko gerade ein. Okay, runter. Ganz schnell. A faint whisper breaks the silence. Hero, help! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber das ist auf jeden Fall ein kleines Omen fürs nächste Mal. Wir haben auf jeden Fall so oder so eine sehr gute Ausbeute gehabt. Dann kann ich auch noch dich, aua, besiegen. Glas kann ich leider nicht mitnehmen. Kupfer sehe ich ja auch nicht mehr. Schade. Yep, ab nach draußen. Und einfach nur, weil es schon so spät ist und so gefährlich, nah an der 2-Uhr-Marke, gehe ich auch straight zurück auf meine Farm. Und ich denke, die Materialien, die wir gesammelt haben, die lohnen sich eigentlich ganz gut. Wenn wir Celine jetzt noch treffen sollten, können wir noch schnell die Quest abgeben. Aber ja. Es ist halt kurz vor 2 Uhr. Da ist nicht mehr allzu viel zu machen. Oh, ihr Haus liegt ja genau hier. Komm, wir gehen das Risiko ein. Guten Abend. Turn in. Oh, this must be a shadow flower. You found one. I wonder how it grows in darkness. Would it be okay if I replanted it in the light? I can't wait to find out. Thanks, Phantasm. Ja, okay. Und jetzt müssen wir sprinten. Es geht mal wieder um unsere Gesundheit. Lauf, Phantasm, lauf! Okay, ich glaube, wir sind safe. Gut, lagern wir unsere Materialien ein. Das, die Steine wollte ich hier nicht reinlagern. Das. Und wir brauchen die Gießkanne. Die Steine nehme ich hier raus und lagere hier drüben ein. Weil wir gerade die Gießkanne auch einmal in der Hand haben.
Wir haben ja hier die Chickpea-Saat. Ich weiß nicht, ob ich sie getroffen habe. Jetzt müsste ich sie garantiert getroffen haben. Und damit ist das ja auch erledigt. Wunderbar. Okay, wir haben bald genug Steine und können dann endlich den ersten Haken setzen. Holz, ja. Wir können uns bald die im nächsten Part die Kupferaxt holen, denke ich. Wie viel Kupfer haben wir gerade? Wir haben 33. Ich glaube, 7 Kupfer sind ein Kupferingot. Das heißt, 28? Ja, wir haben es garantiert. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, es war wieder mal ein besonders langer Part. Aber wir haben eine Menge geschafft. Und ich kann einfach nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen. Es ist so schwierig für mich, Leute, glaubt mir. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich in 2 Wochen, wenn ich dann wieder aufnehme. Einfach nur, weil ich jetzt auch mal eine gewisse Pause zwischen den Aufnahmen brauche, denke ich. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.